Grüßt euch und herzlich willkommen hier zur wahrscheinlich letzten Episode allgemein. Nein, Spaß, Quatsch. Nein, wir sind jetzt bei Episode 24 und ja, bei eurem Ultimate Ossi geht es jetzt langsam, aber sicher zum Ende zu, zumindestens, was es mit der italienischen Mannschaft auf sich hat. Eine Folge jetzt, wo ihr nochmal das Team sehen werdet und ich das neue Team vorstellen werde. Ja, wie ihr seht, die zweite Mannschaft ist jetzt komplett in den Reihen gekauft. Wurden Handanovic von Inter Mailand, 1400 habe ich für ihn bezahlt. Des Weiteren den Innenverteidiger Walter Samuel für 2000 und Nocciarino im zentralen Mittelfeld für 1300 Münzen. Ja, wie ihr seht, die zweite Reihe ist auch richtig gut besetzt eigentlich. Und die erste Reihe, die sitzt zurzeit noch auf der Bank. Wie ihr seht, Ogbonna mit Rot letztes Mal runtergeflogen. Trotzdem gewonnen das Ding. Hier sind zwei Verträge ausgelaufen und Donny Nelly bleibt natürlich auf der Bank. Unser Riesentyp hat in 12 Spielen 18 Tore gemacht. Und jetzt kommen wir dazu, was ich schon angekündigt habe. Ja, wir gehen jetzt rüber. Kein Erfolgspfad in Italien mehr. Nein, es wird jetzt ein Erfolgspfad in Deutschland. Wir fangen an mit einer Bronzemannschaft. Ich habe fleißig eingekauft. Die ersten 11 sind jetzt, ja, getan. Wir suchen, fangen an. Es ist ein Torhüter, Sascha Kirchstein. Müsste noch jeder kennen. Aus der Bundesliga gekauft für 250 Münzen, 63 Hechten, 66 Reflexe. Ist eigentlich relativ gut. Und das Interessante an der Statistik, ihr seht, er hat schon ein Tor geschossen. Ja, in der Innenverteidigung haben wir grenzen das Ganze mal ein auf Bronze. Ja, wir haben vor uns einen gezogen, sogar. Wir haben Punkek von Union Berlin als ersten Innenverteidiger und als zweiten Innenverteidiger Kittner von Sandhausen. Ja, des Weiteren, Linksverteidiger ist bei uns Scheuerte. Scheuerte auf jeden Fall, Scheuerte, wie er auch immer ausgesprochen wird. Rechtsverteidiger haben wir, denke ich mal, einen richtig guten Deal gemacht. Es ist kein anderer als Basala Massana vom 1. FC Köln. Ja, 250 Münzen haben wir für ihn bezahlt, schwacher Fuß, 4 Sterne, ist eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir zum zentralen Mittelfeld, da haben wir Jabo auch von aus Köln, aber seine Aufstellung stimmt nicht, es gab kein ZM, ja, in der Formation 4-5-1. Rechtes Mittelfeld, ja, da kommt er aus Aue, das ist Tempo 93, es ist Könnecke, ich hoffe, mit ihm haben wir einen richtig guten Deal gemacht. Im zentralen Offensiven haben wir auch einen aus dem Osten, es ist von Dynamo Pepic, des Weiteren vom MSV Duisburg Jeftic und als linkes Mittelfeld haben wir Kiao von St. Pauli, der aus Amerika kommt. Im Sturm haben wir am meisten bezahlt, es ist, ja, Edwini Bonsu, 700 haben wir für ihn bezahlt, 4 Sterne Spezialbewegungen, 79 Tempo, 70 Dribbling, sind ganz gute Werte für ihn. Ich hoffe, mit ihm können wir was leisten. Jetzt fehlt uns nur noch der Manager. Da haben wir leider, glaube ich, gar keinen. Nein, haben wir leider keinen. Aber den holen wir uns auch noch wieder. Auf die Auswechselbank setzen wir jetzt noch ein paar Leute hier rein. Den habe ich vor uns gerade gezogen. William Cross, Stürmer, 81 Tempo. Leider keine guten Spezialbewegungen, keinen guten schwachen Fuß. Keine Ahnung, ob der was wert ist. Aber die setzen wir jetzt erstmal alle auf die Bank. Unser Ziel ist es jetzt natürlich wieder durch Bronze-Packs uns nach vorne zu arbeiten, in Liga 2 zu bestehen, was natürlich wirklich richtig schwierig werden wird. Aber wir fangen auf alle Fälle erstmal mit. Donny Nelly können wir nicht mit reinpacken. Wir fangen auf jeden Fall erstmal mit dem Bronze-Pokal an. Dass wir den vielleicht erstmal gewinnen und vielleicht, ja, uns einen oder anderen guten Spieler noch erspielen, sozusagen, wenn man es so nennen kann. Ja, wir hoffen einfach mal, wir fangen jetzt an. Ich habe es mir so gedacht, damit ihr Bescheid wisst. Also wir fangen jetzt mit einem Bronze-Team an aus Deutschland und dann werde ich erstmal Bronze-Spieler kaufen. Ich will mir die mitbeste Elf zusammenstellen, die es überhaupt gibt bei Bronze-Spielern in Deutschland. In der zweiten Bundesliga ist das jetzt konkret. Und ja, danach gehen wir dann über auf Silberspieler und dann auf Goldspieler. Ich denke, das wird dann bis zum Ende von FIFA 13 laufen und ich habe ein gutes Gefühl, was das betrifft. Gucken wir nochmal, wie viele Münzen wir haben. Wir haben noch 117 Münzen. Alles ist draufgegangen. Und ja, Vereinswert liegt jetzt bei 67284 Millionen.
Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Wenn ihr gegen mich spielen wollt oder so, schreibt mir natürlich eine persönliche Nachricht oder schreibt es in die Kommentare. Das war ja jetzt erstmal nur eine ganz kurze Serie. Ich wollte euch vorstellen, was jetzt auf euch zukommt. Wie gesagt, Bronzepokal wird jetzt erstmal spielen, aber nicht, nicht auf jeden Fall als Einzelspieler, sondern online natürlich. Und ja, Team der Woche Challenge könnte man eigentlich nochmal spielen dann, später, früher oder später. Aber es ist, ja, Danny, Mike, wer war, Quantum Lincoln, genau. Ja, aber sonst gibt es keinen weiter, der mich hier interessiert, und brauchen auch kein Pack-Opening machen. Das große Pack-Opening, das gibt es zu FIFA 14. Da gibt es viele, viele Teile, wird es, denke ich mal, gleich am Anfang geben. Und ja, das war Folge Nummer 24, kurz Einstand gegeben. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder, da geht's dann ja im Bronzepokal los mit unserer deutschen Mannschaft aus der zweiten Bundesliga. Und ja, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Teammate aus hier.